Guten Tag. Manche meiner Freunde rieten mir ab, meine Erlebnisse, ja sogar die Teilnahme an diesem Test der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, weil die noch nicht anerkannten Verschränkungsphänomene heute noch nur in den Reich der Fantasie gehören und ich dadurch, dass ich diesen Test ernst nehme und an ihm teilnehme, meinen guten Namen verlieren würde und mich nur lächerlich machen könnte, wenn ich wahrheitsgemäß sagen würde, was ich dabei erlebte. Aber ich bin mit meinen 77 Jahren immer noch ein neugieriger Mensch. Und wenn die Zensur schon bei der Forschung greifen sollte, ist es kein Wunder, dass wir dort gelangen sind, wo wir gerade sind. Den intelligenten Menschen brauche ich die Sache sicherlich nicht weiter zu erklären. Dass ich nicht dumm bin und hinter die Kulisse sehen kann, beweisen meine mehrfachen Fachanerkennungen, meine Bücher und auch der Fakt, dass ich in Deutschland zwei ganz neue Behandlungsmethoden inauguriert habe, die von dem medizinischen Dienst der Krankenkassen bereits 1991 als wissenschaftlich anerkannt wurden und sogar von der Bundesärztekammer ihre analogen Abrechnungsziffern nach GOE empfohlen bekamen. Aber das gehört jetzt nicht zu diesem Thema. Ich mache den Spieß um und empfehle umgekehrt allen geistig eingeschränkten Menschen für ihre Seelenruhe das Video auf dieser Stelle zu stoppen und nicht weiter zu verfolgen. Allen anderen verspreche ich zumindest eine spannende Unterhaltung, ja sogar manche Überraschungen und vor allem Facts. Es ist keine Werbung für das Produkt, sondern die wahre Wiedergabe meiner Erlebnisse während des 90-10-MedBed-Tests. Also Facts, wenn Sie diese hören und sogar sehen wollen, so bleiben Sie bitte bis zu Ende dabei. Es wird spannend werden. Ich habe keinen Grund, mich zu verstecken. Mein Name ist Dr. Robert Kowalik. Wie ich es in meinem Bericht über den Test mit quantenphysikalisch veredeltem Wasserglas schon sagte, bin ich ein mehrfacher Facharzt in der Rente. Ursprünglich komme ich aus Tschechien und deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache, das sage ich vorab. In diesem Video werde ich Ihnen also meine Erfahrungen mit dem 8 Stunden 90-10 MedBed-Test schildern. Ich habe während des Tests meine Empfindungen von Zeit zu Zeit kommentiert, aufgenommen und dann zusammengeschrieben. Daher werde ich jetzt meine Aufzeichnungen vorlesen, damit ich immer exakt bleibe. Weil dies das erste Video meiner künftigen 90-10 MedBed-Erfahrungsreihe ist und ich vor der Teilnahme gewarnt wurde, möchte ich etwas breiter anfangen, warum ich, ein von Mainstream ausgebildeter Arzt, gerne dabei bin, ungeachtet dessen, dass mich meine ärztlichen Kollegen vielleicht für verrückt dafür halten würden. Ich habe die ganze Mainstream-Ausbildung absolviert. Zuerst in Prag und nach meiner Republikflucht dann erneut in Düsseldorf. Schon früher erkannte ich Probleme, seltsame Erscheinungen und Dinge, die uns während der Uni-Ausbildung bisher verschwiegen wurden. Erst von meinen praktizierenden Kollegen, ob Ärzten, Heilpraktiker oder sogar esoterisch arbeitenden Laien, habe ich etwas von den alternativen Behandlungen erfahren, die oft schonender, wirksamer und hilfreicher waren als das, was ich an der Uni und in der Forschung lernte. Sie ergänzten mein Wissen und sogar manche Probleme lösten, welche für die pharmakologisch operative Industrie als schwer heilbar galten. Es ist nicht so einfach, auf die Verschränkungen und Selbstheilungsmöglichkeiten im Quantenraum ohne die elektromagnetischen Kräfte zu glauben, wenn man ein Arzt ist, der sich nur an überprüfbare und jederzeit reproduzierbare Fakten
in der dreidimensionalen Welt schon aus den rechtlichen Gründen halten muss. Nur in der Selbsterfahrung gibt es die Freiheit, hier auf eigenem Leibe und eigenem Risiko zu experimentieren, was an dieser Sache wahr ist. Und nur mein subjektives Erlebnis und meine eigene ärztliche Analyse konnte mich selbst überzeugen, egal was andere dazu sagen würden. Bevor ich zu dem Test komme, hier noch eine Bemerkung. Die Sache mit der Mainstream-Medizin und den unerklärlichen Phänomenen sehe ich in einem Gleichnis mit einem typischen Apfelbaum. Der Baum existiert real. Er steht verwurzelt in dem Boden. Ganzheitlich gesehen besteht er aus einem kräftigen Stamm und vielen Ästen, Blättern und Früchten. Der Boden, auf dem der Baum steht, symbolisiert unsere Erkenntnisebene. Diese sieht den braunen Staum und seine braunen Wurzel in der braunen Erde, versteht den Zusammenhang und so beginnt die Mainstream-Wissenschaft. Es gibt einen wissenschaftlichen Fortschritt. Die horizontale Ebene steigt immer höher und höher und die Mainstream-Wissenschaft erforscht den braunen Stamm in seinem Verlauf. Ja, sie erkennt sogar seinen gewissen Ernährungs- oder gesundheitlichen Wert in ihm. Wenn in der noch höheren Ebene die ersten grünen Blätter weit von dem braunen Stamm erscheinen, verwirrt das die Wissenschaft. Einige Menschen stürzen sich begeistert darauf und entdecken sogar die Photosynthese als ganz neue Funktion, während die Mainstream-Wissenschaft diese Entdeckungen im braunen Welt verunsichert, sie also lieber ignoriert oder vereint, weil sie dabei keinen Bezug zu ihrem bisherigen lückenlosen Wissen über den braunen Stamm sieht. Die grünen Blätter sind als Einzelfänomen vollkommen unerklärlich, fast esoterisch. Sie haben ja nicht mal die vertraute braune Farbe. Sie erscheinen also als etwas völlig Fremdes aus einer anderen Welt und wer darüber spricht, wird für einen Scharlatan gehalten oder als Märchenerzähler beschimpft. Die Mainstream-Wissenschaft weigert sich, die Blätter auf Kenntnis zu nehmen aus Angst vor dem Auslachen seitens der wissenschaftlichen Koryphäen, die auf ihrem Fachgebiet Baumstamm bereits ihre dicken Lehrbücher geschrieben haben und dadurch so mächtig würden, dass sie über den Schicksal von anderen Wissenschaftlern und vor allem über die Dotierung ihrer Forschung entscheiden dürfen. Wenn die Erkenntnisebene weiter steigt, an der die ersten roten Früchte entdeckt werden, die von den Mutigen als sehr schmackhaft und sogar viel nahrhafter als die bisher benutzte magere Rinde des Stammes des Baumes bezeichnet werden, fühlt sich die Mainstream-Wissenschaft in ihren Grundlagen erschüttert und existenziell bedroht in ihren lukrativen Geschäften. Daher werden die ersten Entdecker von der Mainstream mit allen Mitteln diskreditiert, manchmal für ihre Behauptung inhaftiert oder sogar ermordet, damit die Öffentlichkeit, von der die Mainstream-Wissenschaft lebt, die Wahrheit ja nicht erfährt. Oft benutzt die Mainstream-Wissenschaft die noch unreifen Früchte dazu, um die Praktiker der Lüge zu bezichtigen, indem die Ungenießbarkeit der noch unreifen Früchte künstlich hochgestellt wird, um in allen Medien ein Misstrauen auch in die reifen Früchte zu schüren. Erst wenn die Erkenntnisebene so hoch steigt, dass die Mainstream-Wissenschaft selbst die von Stamm abzweigenden, nach unten hängenden Äste findet, wird sie diese neue Phänomene dementsprechend verfolgen, bis sie selbst zu den grünen Blättern und roten Früchten kommt. Erst dann entsteht ein Paradigmawechsel, und erst dann erkennt die Wissenschaft all die Zusammenhänge und erst dann erkennt sie die Existenz der früher unerklärlichen Phänomene an. Dieselbe Entwicklung sehen wir nämlich jetzt mit der Quantenmedizin und ihren wissenschaftlich kaum nachweisbaren Verschränkungsphänomenen.
obwohl darüber schon früher einige kluge Wissenschaftler abseits der Mainstream-Wissenschaft berichteten, bleibt es der Fantasie der Romanautoren zu überlassen, ihre Bücher darüber zu schreiben. Ich entschloss mich, zu den geistig freien und neugierigen Menschen zu gehören, die alles unvoreingenommen aufnehmen wollen. Das eventuelle Auslachen seitens meiner vielen noch geistig beschränkten Kollegen nehme ich gerne in Kauf. Ich möchte mir meine eigene Meinung bilden. Es ist eins dabei wichtig. Wenn man etwas Überraschendes, Neues nachahmen möchte und die Funktionswirkung noch nicht versteht, so ist es grundsätzlich nötig, die Gebrauchsanweisung zu studieren und absolut korrekt zu befolgen. Erst dann kann man den Erfolg reproduzieren. Bei den kleinsten Abweichungen gibt es eventuell keine positiven Ergebnisse, weil man nicht wissen kann, welche vermeintliche Kleinigkeit in Wahrheit die entscheidendste ist. Die 8 Stunden in einem Bett zu liegen, sind klar eine Zumutung, die man aber unbedingt über sich ergehen lassen muss. Sonst würde man nur unvollständig etwas Brauchbares über das Bettbett und eigenes Körper erfahren. Man kann zwar viel früher den Test abbrechen, aber das wurde auch von der Erfinder nicht empfohlen. Es ist auch nicht gut, den 8 Stunden 90-10-Bettmet-Test über die Nacht zu machen, auch wenn es geht, sogar erlaubt und oft praktiziert wird. Man würde dabei die verschiedenen flüchtigen und aufschlussreichen Reaktionen des Körpers verschlafen. Denn der Test ist ja nur ein Impuls für die Selbstheilungskräfte des eigenen Körpers, die jeweils auf ein individuelles energetisches Niveau treffen. Es ist nicht real zu erwarten, dass der kurze Test bereits zur überzeugenden Ausheilung auf anatomischen und zellulären Ebene ausreicht. Dazu braucht man prinzipiell sowohl mehr Zeit als auch die Wiederholung der Reize. Ich habe mit dem Test um 10 Uhr vormittags angefangen, wohl wissend, dass es nicht einfach sein wird, die 8 Stunden in eigenem Bett bis 18 Uhr abends auszuhalten. Doch ich war fest entschlossen, die ganze Testphase korrekt durchzustehen, respektive durchzuliegen. Das, was ich bei dem Test erlebte, das kann ich in 3 Phasen aufteilen. Die erste, eher langweilige Phase, dauerte von dem Beginn bis zu der 5. Teststunde. In diesem Zeitraum tat sich kaum etwas Überzeugendes für mich. Hätte ich aus Ungeduld hier einen vorzeitigen Schluss gemacht, so wäre es schade, weil ich den Test als nicht überzeugend bewerten müsste. Dann folgte die zweite dramatische Phase für 2,5 Stunden, in der ich genug erfahren habe, um den Test eine halbe Stunde früher abschließen zu dürfen. In der dritten Phase beschreibe ich meine Ergebnisse nach dem Ende des Tests bis zum Schlafengehen um Mitternacht und während des Schlafs bis zum Aufwachen am Morgen. Ich wollte mich nicht nur auf meine nicht überprüfbaren Gefühle verlassen, die man leicht als Placebo oder Leichtgläubigkeit von den Kritiken abtun könnte, sondern wollte eine objektive, wissenschaftlich unaufgreifbare Beweise für die eventuellen positiven oder negativen Resultate haben. Dazu habe ich meinen wissenschaftlich objektiven Clue Medical benutzt. Hier zeige ich Ihnen, wozu das innovative und Mainstream-taugliche Gerät fähig ist. Doch erst am Ende werde ich die Ergebnisse zeigen. Mein persönlicher Nun zu der ersten Phase. Ich war kein leichter Fall für den Test. Eigentlich bin ich ein polymorbider Mensch in meinem Alter. Ich habe zuerst den Scan durchführen lassen und dann gab ich Befehle zur Arbeit an meinem schmerzhaften und leicht wackelnden Zahn.
an meiner hellen Haut mit sonnenverbrannten Hornhautpräkanzerosen, an meinem Magen und meiner Speiseröhre, die durch die chronische Refluxösophagitis beim Zwerchfellbruch schwer chronisch vererzt wurde. Vor etwa 30 Jahren wegen Schluckschwierigkeiten wurde bei mir das präkanzeröse Stadium der Speiseröhrenstenose 4a festgestellt und diese wurde dilatiert. Vor 20 Jahren wandelte sich die Krebsvorstufe in den ausgedehnten Barrett um und vor etwa 5 Jahren wurde bei mir eine krebsverdächtige polypöse Wucherung im Bereich der Cardia beim Computertomographie festgestellt. Ich behandelte mich jeweils selber mit meinen alternativen Mitteln bis heute und dies erfolgreich. Ich habe keine Magenschmerzen, keine Schluckbeschwerden, nur weiterhin ein Sodbrennen abends beim Liegen störte mich manchmal weiter, je nachdem, wann ich vorher was gegessen oder getrunken habe. Ich verzichtete auf die jahrelange Einnahme von den nebenwirkungsreichen oder aluminiumhaltigen Pharmamitteln und setzte alle klassischen nebenwirkungsreihen Antazide und Protonenhemmer ab. Ich achtete nur auf antiblähende und alkalisierende Diät, sowie auf die letzte Zeit des Abendessens und nahm regelmäßig einen kräftigen Schluck von Kefir direkt vor dem Schlafengehen. Denn keine Milch, keine Sahne, nur der Kefir konnte mein Sodbrennen lindern oder verhindern. Es ist wichtig, das für den Test zu wissen. Dann wollte ich von Medbet mein Herz verbessern, was schon viele Jahre keine normale Herzaktion hat. Vor etwa 5 Jahren bemerkte ich ausfallende Herzschläge nach jedem dritten Schlag. Damals konnte ich die Herzaktion mit vitaminösen und mineralhaltigen Aufbaumitteln noch selbst normalisieren. Aber mit den Jahren wurde es immer schwieriger, die Episoden des normalen Herzschlags zu verlängern. Dieses Jahr hatte ich die Herzschlagausfälle sehr häufig. Nach jedem einzelnen oder nach zweiten oder dritten normalen Schlag kam immer eine Pause. Mein Herz reagiert nicht mehr so schnell auf die zellulären Aufbaumittel wie früher. Ich konnte nur geringe Verlängerungen der pausenfreien normalen Herztätigkeit damit zeitweise gewinnen. Und auch wollte ich etwas schärfer sehen und wollte meine Prostata wieder klein haben und ich wegen die volle Blase mit Harnresiduen nicht so oft nachts aufstehen müssen. Ich bin jahrzehntelang etwas übergewichtig. Die Gewichtsreduktion ist schwierig. Mein Gewicht sinkt kaum unter eine bestimmte Marke. Und ich habe einige körperliche Merkmale der leichten Unterfunktion der Schilddrüse, auch wenn die Labortests keine Besonderheiten zeigten. So wollte ich jedenfalls meine Schilddrüse normalisiert haben. Ich habe aber alle 90-10 MedBet-Informationen vorher gelesen und mir die Videos angeschaut. Oliver Schacke wirkte an mich so positiv, so altruistisch, so wertvoll in seinem Konzept und so ehrlich, dass ich mich entschlossen habe, alle seine Instruktionen und Ratschläge exakt zu befolgen. So habe ich während des Tests peinlichst gemieden, meine existierenden Beschwerden als Beschwerde oder Krankheiten dem Quantensystem zu erwähnen, sondern ich habe die in Wirklichkeit kranken Organe und Funktionen als bereits gesund genannt, als ob all diese Organe schon geheilt würden. Diesen Trick versteht nur derjenige, der die Instruktionen aufmerksam gelesen habe, wozu das wichtig ist. Ich habe also alles korrekt befolgt. So habe ich auch bei den positiven Formulierungen auch die von Oliver empfohlene Affirmationsformel Ich bin wiederholend benutzt. Am Anfang habe ich direkt nach der Aktivierung des Medbeds überhaupt nichts bemerkt, was über das normale Liegen hinausging. Nur unspezifische Änderungen, ein undeutliches Kribbeln an der Haut, etwas leichtes Rumoren im Bauch, zeitweise leichte Kopfschmerzen, ein Druckgefühl in Magengegend und bei langem Liegen verschiedene transparente farbige Bilder von meinem geistigen Auge ganz ohne Zusammenhang, sowie das Flimmern an der Decke mit zeitweiliger geometrischen Strukturierung, wenn meine Augen schon müde waren,
Mehrmals erschien mir klar erkennbare fremde Schriftzeichenreihen in allen Fugen zwischen der Holzbretter der Decke und leichte Verdrehungen ihren sonst festen horizontalen Linien. Das konnte auch sonst beim langen Liegen und Betrachtung der Decke mit nachlassendem Fokussieren der Linsen auch so ganz ohne aktiven Einflüssen passieren. Die erste Phase war also nicht besonders überzeugend. Ich war etwas enttäuscht, dass ich keine deutlichere Reaktion meines Körpers spürte, kam mir etwas lächerlich vor und begann an der ganzen Sache zu zweifeln. Jedoch aus meiner Erfahrung mit meinen regulativen trophotropen Aufbaumethoden wusste ich, dass gerade dies für die Selbstheilungsprozesse typisch ist, weil die sanften trophotropen parasympathischen regenerativen Prozesse nur in der stressfreien Phase entfaltet werden und wie im Schlaf unauffällig unterhalb der Wahrnehmungsgrenze ablaufen. Auch wusste ich, dass es auch von der Reaktionsfähigkeit meines Körpers abhängt, ob ich an den Test reagiere oder nicht. So war ich entschlossen, für alle Fälle meine weiteren Erfahrungen zu sammeln, auch wenn sie weiterhin so langweilig bleiben sollten. Was mich allerdings schon in dieser Phase etwas stutzig machte, war mein gesteigerter Zwang, das Wasser zu lassen. Ich habe in den ersten 2 bis 3 Stunden auffällig viel Wasser verloren, etwa 3/4 Liter Urin, also viel mehr, als ich morgen in einem 200 Milliliter Kaffeeglas zu mir nahm. Sonst habe ich weder morgen noch während des ganzen Tests nichts getrunken und nichts gegessen. Ich spürte die ganze Zeit keinen Hunger und keinen Durst. Es war erlösend, dass ich beliebig oft zu dem Gang zur Toilette aufstehen durfte. Der Satz war angeblich die Aktivierung des Medbeds sofort unterbrochen, aber das konnte ich angeblich immer wieder neu tun, wenn ich auf dem Bett wieder zurücklag. Also tat ich es, als ob ich der Medbed-Wirkung glaubte. Das extreme Wasserlassen ließ mich allerdings schon etwas über die Wirkung von Medbed zu grübeln, weil es theoretisch ein Zeichen der angeregten Entgiftungsarbeit des Körpers sein könnte. Das gab mir wieder etwas Hoffnung, dass ich nicht nur nutzlos wie ein Narr am Bett gefesselt bin. Von dem langen Liegen am Kopfkissen bekam ich irgendwann leichte, aber lästige Nackenschmerzen. Nach entsprechendem Befehl waren sie verschwunden und kehrten nicht mehr zurück. Aber auch das war nicht überzeugend. Zunehmend ärgerte mich meine verstopfte Nase, die mich zwang, sporadisch mit dem Mund zu atmen. Dies auch sonst mein Problem nachts im Liegen. Ich verzichtete diesmal während des Tests auf meine guten Nasentropfen und wartete, was weiter passieren würde. Damit hatte ich beim Test relativ lange zu tun, weil die Nasenschwellung sehr hartnäckig und lästig war, wie sonst auch immer. Zeitweise wurde es sogar schlimmer. Dann erfuhr ich doch die Kraft der richtigen, wiederholenden Affirmation, an die ich mich aus Not erinnerte. Als ich gesagt habe, dass meine Nase frei ist und ich wieder frei atmen kann, war es fast immer sofort besser. Die Schwellung der Nasenschleimhaut kam leider mehrmals sehr bald wieder zurück. Ich dachte, das ist die Kraft meiner Autosuggestion. Doch irgendwann, ungefähr nach der 4. Stunde, wurde meine Nase definitiv völlig frei und seitdem hatte ich keine Probleme mehr damit gehabt. Am Ende der 5. Stunde habe ich doch 2 positive Effekte gestören müssen. Mein leicht wackelnder und schmerzempfindlicher Zahn wurde deutlich weniger empfindlich und er saß deutlich fester in dem Kiefer. Das war klar. Und mein Herz. Ich hatte absichtlich keine Medikamente oder Aufbaustoffe an dem Testtag zu mir genommen, nur eine Tasse Kaffee getrunken. Um 10 Uhr morgen waren meine Herzausschläge typisch wie an jedem Tag auch. Also es kam eine Pause nach jedem ersten bis dritten normalen Herzschlag.
Jetzt in der fünften Stunde haben sie die Intervalle spontan auf 8 bis 12 verlängert. Das war doch etwas Objektives, weil ich es immer ganz exakt zählte. Aber wer würde es mir glauben? Am Ende der fünften langweiligen Stunde habe ich mich daran erinnert, dass ich in der Lage bin, mit einem einfachen Befehl die Intensität der Quantenwirkung zu erhöhen. Und weil ich vorher kaum etwas recht Überzeugendes spürte, habe ich den bedenkenlosen Befehl gegeben, die Testintensität auf 100.000 Einheiten zu steigern. Und da ging was los. Schon in der nächsten Sekunde wurden meine Zweifel wie weggefegt. Es kam zu einer dramatischen Wende in meinen Empfindungen mit folgenden Überraschungen. Sekundenschnell kribbelte es an der Haut an verschiedenen Stellen, was in den letzten 2 Stunden nicht mehr der Fall war. In meinem bis dato beruhigten Bauch begann es wieder stark zu rumoren, wie am Anfang in der ersten Stunde, nur diesmal viel heftiger. Die innerlichen Gefühle im Bauch fühlten sich oft wie Impulse, nicht als ob sie der angeregten Peristaltik folgten. Dies ging von der Lebergegend auf die Magen gegenüber und dann nach links unter den Rippenbogen bis unter in die linke Unterbaugrube, dem Verlauf des Dickdarms folgend. In der linken Unterbaugrube verspürte ich plötzlich ein schon vergessenes, doch mir längst bekanntes, sehr unangenehm ziehendes Schmerz wieder. Dort plagte mich schon vor mehreren Jahren einen solchen starken chronischen Schmerz, dass ich mir damals eine Computertomographie machen ließ. Man fand eine ausgedehnte Divertikulose. Ich behandelte mich selber und dann habe ich es inzwischen vergessen. Auch begann mein linkes Knie weh zu tun. Dort erlitt ich vor 20 Jahren nach einem Unfall einen kleinen Meniskusschaden, den ich mir selbst behandelte. 2 Jahre hat mich mein linkes Knie noch Schmerzen verursacht, bis ich ihn vergessen habe, weil es spontan heilte. Diese alten Schmerzen erschienen wie eine Erinnerung nicht allzu lange. Ich bekam aber einen neuen, unangenehmen Schmerz in Mitte des Unterleibs. Er fühlte sich anders als die Schmerzen, die ich vorher während des Tests hatte. Er wechselte links, dann merkte ich ihn auf beiden Seiten. Er fühlte sich ziehend unangenehm wie eine Vernarbung. Vielleicht hing er mit der ausgeheilten Divertikulitis zusammen. Einige Zeit danach kam ein relativ starker Schmerz im zuständigen nervalen Segment im Kreuzbereich, der mich auch schon früher sehr oft plagte, den ich mich selbst mit Elektrotherapie, Vibrationen, Ultraschallbehandlung und so weiter behandelte, bis er verschwand. Diese war sehr unangenehm, aber dieser Kreuzschmerz verschwand nach meinem Befehl sehr rasch. Dann hat noch eine Stelle unter dem linken Knie an dem Waden hinten oben weh getan. Ich erinnerte mich, dass ich vor langer Zeit genau dort auch einen Schmerz spürte, bis er verschwand. Mein Unterleib hat recht lange weh getan. Insbesondere das Ziehen links und in der Mitte machte mir klar, dass es sich dort wahrscheinlich um eine Aktivation meiner chronischen Prostataentzündung handelte. Dort geschah offensichtlich etwas, was ich vielleicht später in gutem oder schlechtem bemerken könnte. Es wurde auch meine Harnblasenregion auf einmal stark druckschmerzempfindlich, was ich vorher nicht hatte. Auch im Oberbauch bekam ich ein drückendes Gefühl, als ob dort eine schwere Glocke sitzen würde. Dies war so stark, dass ich überlegte, die Intensität des Tests wieder zu senken. Ich habe mich dagegen entschieden, die Intensität zu drosseln, weil die Beschwerden aus der Aktivierung der Herden auszuhalten waren und ich doch sehr froh war, dass der Test endlich eine Wirkung zeigt und meine Selbstheilung vielleicht nun endlich maximal arbeitet. Und ich war überzeugt, dass ich es unter Kontrolle habe und mir keine Gefahr dabei droht. Leichte Schmerz oder Druckstelle im Bauch verschwanden irgendwann wieder. Im Unterleib blieben sie am längsten.
An der Haut spürte ich immer wieder viel intensive Empfindungen des Juckens und des Kribbelns in wechselnden Lokalitäten, meistens über die erkrankten Organe. Alles das lief nacheinander. Es war recht dramatisch. Ich war in jeder Sekunde hellwach dabei. Ich hatte keine Spur von der früheren Müdigkeit oder Langeweile mehr. Zeitweise spürte ich ein Hitzegefühl im Gesicht und in den Armen. Ich bekam ein euphorisches Gefühl und glaubte an den Erfolg des Tests. Schon am Anfang hatte ich leichte Kopfschmerzen bekommen, nicht zu stark, in der Schmerzskala von 1 bis 10 nur auf der Stufe 1. Die sind dann verschwunden. Nach der Steigerung der Intensität kamen sie jedoch erneut und waren deutlich stärker. Das störte mich nicht mehr. Dies alles nahm ich zwar als Beweis der Wirkung des Medbets, aber innerlich sperrte ich mich immer noch, es uneingeschränkt als Beweis zu glauben. Es waren nur Gefühle und die würde mir kaum jemand glauben. Die kitzeligen Gefühle an der Haut dauerten die ganze Zeit an wechselnden Stellen, vor allem an Händen, Beinen und Kopf. Nach der Affirmation zu schärfer sehen, hatte ich zeitweise das Kribbeln um die Augen gespürt. In der letzten sechsten Stunde schien sie die Dramatik endlich beruhigt zu haben. In der siebten Stunde des Tests kam es erneut zu einem Harndrang mit reicher Haarausscheidung, ohne dass ich vorher einen Schluck Flüssigkeit getrunken habe. Meine normale Herzaktion hat sich allerdings wieder etwas verkürzt, was mich etwas enttäuschte. Diese betrug jetzt nur 5 bis 7 Normalschläge, bis ein Schlag wieder fehlte. Jedoch immerhin war das mehr als zu Beginn des Tests. Bei 7.30 Uhr Minuten der Testdauer reichte es mir. Den Test habe ich als positiv abgeschlossen und beendet. Vor dem Aufstehen machte ich die zweite Clue Medical Kontrollmessung. Als ich das Bett verlassen habe, begann die Phase 3. In den folgenden 4 Stunden habe ich mir verschiedene Filme angeschaut. Ich habe etwas gegessen, ein Glas Wasser aus dem aktivierten Glas und sogar 2 Gläser halb voll mit Weißwein und Wasser davon verdünnt getrunken. An diesem Abend nahm ich keine sonst obligatorische Kefirdosis für meine Speiseröhre gegen das Sodbrennen. Und wie war meine Überraschung? Als ich beim Schlafengehen kein Sodbrennen mehr wahrgenommen habe, egal auf welcher Seite ich mich drehte. Und dies ohne Gefrier und sogar nach kurz vorher getrunkenen 2 verdünnten Weißweingläsern. Denn nach dem Weißwein konnte mir ja sonst nicht mal den Kefir gut helfen. Ich genoss eine sehr ruhige und angenehme Nacht und spürte bis morgen kein Sodbrennen mehr. Auch brauchte ich wegen dem Wasserlassen nicht einmal nachts aufzustehen. Vorher auch bis zu 5-mal. Meine Prostatabeschwerden waren total weg. Und noch was Spektakuläres hat mein Vertrauen in den Medbet definitiv befestigt. Die größte Überraschung kam, als ich mit ins Bett um 24 Uhr legte und meinen Puls kontrollierte. Ich zählte die Schläge und wartete auf die Lücke. Es vergingen 1, 2, 3, 8, 12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 normale Schläge. Und immer noch schlug mein Herz regelmäßig ohne einen einzigen Ausfall. Das war mir in den letzten 5 Jahren noch nie passiert, trotz verschiedenen Behandlungen. Das sensationelle Endergebnis meiner Clue Medical Messung nach dem 8 Stunden 90 Zähne Medbet-Test ohne eine andere Beeinflussung, ohne Aufbaumittel und Herzmedikamenten ist für mich ein evidenter Beweis der funktionierenden gebeamte Verschränkung Wirkung des 90 Zen Medbets. Mit meinem unbestechlichen Mainstream-tauglichen Clue Medical Gerät haben wir als Gemeinschaft eine weitere wissenschaftliche Objektivierungsmöglichkeit, die ich auch in der Forschung nutzen werde. Ich stelle meine Originalaufnahme unserer Gemeinschaft zur freien Verfügung. Für Laien reicht es, rein optisch die 3 Tachogramme nebeneinander zu vergleichen.
Denn Spezialisten stehen meine Messungen mit konkreten Zahlen jederzeit zur Verfügung. Thank you.